Aber der Mann hat sich für die entschieden, weil sie so nett und so, wie kann man sagen, gastfreundlich war. Ja, nicht immer das Gesicht entscheidet. Okay, gut, dann gehen wir zu meinen Punkten. Also wie gesagt, unser Thema heute, ja, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Genau. Absolut, bin bei Ihnen. Okay, gut, also wir gehen so ein paar Punkte. Ich habe insgesamt eine Sekunde, 23 Punkte vorbereitet. Also nehmen Sie Popcorn, nehmen Sie Blatt Papier. Sie können ganz gerne Notizen machen. Und diese Empfehlungen, worauf muss man bei dem persönlichen Treffen achten, habe ich wirklich aus vielen Events genommen. Diejenigen, die es noch nicht wissen, ich habe wirklich, wirklich viele Events. Also diesmal hatten wir Köln, Berlin, also Vienna. Wien hatte ich letzte Woche. Ist München geplant? Ist Köln wieder geplant? Ist Berlin geplant? Dann im Mai gehen wir für das Love Hotel über Pfingsten nach Bad Mergentheim. Das heißt, ich mache viel. Und ich mache auch sehr viel online. Und online ist die ganze Geschichte. Man kann wirklich sehr viel ablesen, wenn man nicht nur mit den Augen schaut, sondern mit dem Herzen. Okay, gut. Die Situation Nummer eins, ich lese für Instagram und für TikTok, weil die können ja nicht sehen, was ich auf YouTube zeige. Im Schloss letztes Jahr, also wir haben eine Veranstaltung über Pfingsten in Bad Mergentheim, Love Hotel, also das nennen wir Love Hotel, aber ähnliche Veranstaltungen hatten wir im November in einem Schloss. Also Schloss Weekend, Schloss Weihnachten hatten wir. Und